Siehst du was? Ja, leider. Auf jeden Fall ist der kalt, gib ihm 6,5. Siehst du das? Ja, ist geschweißt worden. Ja. Ist das nicht oldschool? Siehst du Tacho? Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um den VR6 Turbo. Servoleitung ganz schnell festgemacht. Den Nehmerzylinder dran gemacht. Schaltseile habe ich heute noch schnell dran gemacht. Eigentlich alles angeschlossen. Dann hatten wir ein Problem. Ich habe ja den Kabelbaum von dem Original Kabelbaum vom VR6 Turbo. Steuergerät habe ich ganz einmal verlängert. Und habe natürlich alles in Blau genommen. Aidosch, jetzt wird der eine oder sagen, ey, Yunus, warum hast du alles in Blau genommen? Ganz einfach, wenn hier ein Kabelbruch ist, dann fände ich mit dir, es ist ein blaues Kabel. So. Oh, mein Schlüssel, sorry. Das ist mein Schlüsselanhänger hier. Hier. Kfz-Fuzzi schmeißt einfach so runter, ne? Der ist selber runtergefallen. Er wollte am Auto unbedingt hängen bleiben. Ich muss immer aufpassen, wem ich immer alles die Schlüsselanhänger gebe. Wir müssen nur ein, zwei Unterdruckschläuche holen und dran machen. Ich habe die leider nicht da. Achso, was wir heute noch machen, Aidosch, komm mit. Wir werden heute oldschool-mäßig unterwegs sein. Guck dir das an. Aidosch. DTM-Look. Dann haben wir natürlich hier einmal 1-Cent-Cut-Technologie. Also es gibt immer noch Leute, die damit auf der Straße sind und immer noch gucken, ob das was bringt oder nicht. Mhm. Ne? Also es gibt ein paar Leute. Ein paar nur. Ne? Ja, und jetzt haben wir hier leider einen Cut, der kein Einzellentechnologie ist, der ist voll. Den werden wir einbauen, der ist auch eingetragen. Hier müssen wir ein bisschen wegflexen. Den hier anpassen, ja, hier ist 3 Zoll, da haben wir 2,5 Zoll. Und, oh, Aidosch, Eisenmann. Das ist auch Eisenmann, aber guck mal hier, was ich sehe. Warte mal. Guck mal hier. Na, 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 na. War da anonymer Schweißer dran oder was? Mhm. Ja, der wird heute auch dabei sein. Ich freue mich schon und danach, wenn wir den ersten Mal starten, dann zeige ich euch einmal den GSI-Tacho nochmal in eingebautem Zustand. Also mir ist was passiert. Ich habe ja die Zündspule kaputt gemacht. Oh. Raus, so einfach raus und dann... Ja. Kaputt. Empfehlen, ja. Wenn ihr eine Zündspule holt, holt eine Originale. Spart nicht. Nicht an der Zündspule. Zündspule ist wichtig. Mhm. So, Aidosch, ja. Das bauen wir jetzt ein. Ich bin gespannt, was für ein Sound der haben wird danach. Willst du mal hören, was für ein Sound er jetzt hat? Ich glaube, den habe ich letztens mal gehört. Mit Nebel und so. Ja. Auf jeden Fall ist der kalt, gib ihm 6,5. Dreht auch ganz gut. Sagt man das so? Ist der kalt, gibt man 6,5. Weißt du das nicht? Nee, kenn ich nicht. Alter, wenn du den Wagen zum ersten Mal startest, musst du sofort Vollgas geben. Wie bist du denn? Ja. Ja. Okay. Nein, natürlich nicht Vollgas. Nee. Starten, 2 Sekunden warten und dann. Hier fehlt ist. Ach, alles gut. Oh, lecker. Was hier fehlt, ist auf jeden Fall das Rohr vom Turbo. Ne? Er braucht ja diesen Druck, braucht er ja in der Drosselklappe. Darum läuft er auch ein bisschen unruhig. Das ist so, also wer schon mal einen Turbo-Umbau hatte und einmal den Schlauch abgeflogen ist, der weiß, wovon ich rede. Also wir reden von Benziner, nicht von Diesel. Dann hört er sich genauso an, der Motor. Und bei manchen Fällen geht er sogar aus und man kann gar nicht fahren. Und jetzt werden wir einmal unsere modifizierte Auspuffanlage einbauen. Mal schauen, wie das wann ist. Wann kommt denn der anonyme Schweißer? Der kommt gleich, wenn es soweit ist. Okay. Mann. Siehst du was? Ja, leider.
So, Leute, den haben wir schön mittig. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden das Ganze einmal hier abschneiden. Das brauchen wir ja nicht mehr, das haben wir ja jetzt eingebaut. Mhm. Und dann werden wir das Ganze schweißen. Das ist auch nicht gut, ne? Also wenn man von 3 Zoll auf 2 Zoll oder 2,5 Zoll runtergeht. Ich freue mich schon. Geil! Wir könnten nochmal eine V-Band-Schelle dran machen und das Ganze hier dran schweißen. Das könnten wir auch machen. Sportcut. Bis hierhin haben wir ein Stück, weil dieses Rohr behalten wir einfach. Okay. Wir könnten natürlich auf dickeres gehen, aber wenn wir irgendwelche Probleme haben sollten, sprich Gegendruck zu hoch oder so, dann können wir das immer noch ändern. Denke ich auch. Geflext, das habe ich gerade mit meinem Bogen gemacht. Also ich hab mal gehört, es gibt Leute, die machen das mit Holz. Wir sollen das mal mit Eisen machen, wie ich hier. So, jetzt machen wir das einmal rein. So viel ist das gar nicht, ne? So. Das war mein Finger. Oh. Nein, geklemmt. Tut doch nicht weh. Hey. Hallo. Ich will einen schwarzen Balken haben. Ja, der Kfz-Fuzzi hat mich gerufen hier, ne? Hallo, ich bin anonymer Schweißer. Und ich habe gehört, ein Mittelschalldämpfer ist abgebaut. Der Typ weiß Bescheid. Aber der war nicht bei mir. Ich weiß nicht. Du musst eine Verbindung schweißen. Verbindung schweißen? Ja. Okay, ich kann gute Verbindungen schweißen. Komplett geschweißt und jetzt bauen wir das ein. Natürlich für den Turbo, wie gesagt, ist es natürlich nicht gut, von 3 Zoll auf 2,5 oder 2 Zoll runter zu gehen. Ich glaube, wir werden hier 350 PS haben, vielleicht ein bisschen mehr mit Softwareoptimierung, vielleicht 400 und das reicht uns auch. Mehr wollen wir auch nicht. Und wenn nicht, werde ich dieses Rohr bis hierhin erneuern. Ne? Wobei, ich hatte ja die ganze Zeit 3 Zoll da gehabt. Ne? Egal, beim nächsten Mal. Ja, das war's. Jetzt bauen wir den ein, dann bauen wir den Endtopf ein. Airosh. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt, was für ein Sound der hat. Blubbern, ja, den Unterschied will ich auch unbedingt hören. Da steht dem. Da steht dem natürlich. So, ich baue den ganz schnell ein. Und dann kann ich echt nicht abwarten, was für ein Sound der haben wird. Ja, ne? Ich hab es, ehrlich. Was machst du? Ich dachte, der ist drinne. Der war nicht drinne. Ich dachte, ich habe den reingesteckt. Alles kaputt hier, alles. Egal, vielleicht ist er jetzt ein bisschen innen drin locker. Kenner wissen Bescheid, 90er Jahre, dieser Look hatte fast jeder Golffahrer. Guck dir das an. So hört sich das an, ha? Huh? Das hört sich an als... Okay, da ist mehr drin. Das ist aber echt schön gemacht, muss ich sagen. Jetzt guck mal, du hast ja vorhin gedacht, hier wird das gerade und so. Guck mal, wenn man jetzt so schaut, also ich muss sagen, ja, bis hierhin alles gut, hier ist auch alles schön geworden, ja. Endtopf sitzt auch super. Aber das ist das Wichtigste, der haut nirgendwo dran. Ja, ja. Ganz leicht brüht hier oben. Verkuckelt er das? Das nicht? Verkuckelt er aber. Leider. Airosh, wie sieht's aus? Sag mal. Ist das nicht geil? Hübsch. Das ist doch so schön. Das passt. Das passt zu diesem Auto. Auf jeden Fall. Ne? Oh, schön.
Schlauch noch dran ist, ne? Das ist normal. Halt euch so. Ich schock so alles unter. Ist das Tacho? Nein. Guck mal Tacho an. Dass er so am Anfang raucht, das ist normal. Also denkt nicht, wir haben irgendwie Motorschaden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt mal freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich den komplett zusammenbaue. Nächstes ja. Mal Ladeluftkühler und so rein. Ich helfe dir. So, Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi, bis dann auch dran. Ciao.